Ein besonders interessantes Thema für Unternehmer ist die Bedeutung des Markenrechts. Wir haben dazu den Markenrechtsexperten Magister Andreas Huber eingeladen. Herr Magister, was sind die häufigsten rechtlichen Probleme im Geschäftsalltag? Die Funktion und somit auch der Hauptzweck einer Marke ist es, den Käufern und Konsumenten die Wiedererkennung und Zuordnung eines Produkts oder einer Dienstleistung zu einem bestimmten Unternehmen zu ermöglichen. Wenn jemand also bereits irgendwann einmal eine gute Erfahrung mit einem Produkt gemacht hat und später beispielsweise wieder auf denselben Hersteller zurückgreifen möchte, weil man möglicherweise mit der Qualität besonders zufrieden war, dann kann man anhand der Marke, mit der die einzelnen Güter gekennzeichnet sind, eine entsprechende Zuordnung eben wieder genau zu diesem Hersteller vornehmen. Meistens erfolgt die Kennzeichnung mit einem Namen, also einem Wort oder durch eine besonders einprägsame Grafik, beispielsweise mit dem Firmenlogo, das man leicht wiedererkennen kann. Wenn sich ein Unternehmen allerdings in einer Branche schon eine gewisse Bekanntheit oder einen besonders guten Ruf aufgebaut hat und daher bei vielen Kunden auch sehr beliebt ist, besteht immer wieder die Gefahr, dass Konkurrenten auf die Idee kommen, selbst auch eine möglichst ähnliche Kennzeichnung zu verwenden. Dadurch sollen Kunden dann getäuscht werden, damit so die Kaufentscheidung beeinflusst wird und letztlich die Käufer dazu verleitet werden, eben das Produkt des Konkurrenten zu erwerben, obwohl diese eigentlich geglaubt haben, dass etwas anderes gekauft wird, was von einem anderen Hersteller stammt. Was kann man als Unternehmer tun, um ein solches Verhalten des Mitbewerbers abzustellen? Oder gibt es auch die Möglichkeit, von vornherein Vorkehrungen zu treffen, um seine eigene Kennzeichnung zu schützen? Ja, empfehlenswert ist es natürlich, eine Marke, die man im unternehmerischen Bereich für die Kennzeichnung seiner Produkte oder Leistungen verwenden möchte, ins Markenregister des österreichischen Patentamtes eintragen zu lassen. Dann ist der Schutz für die Dauer von 10 Jahren gegeben, wobei natürlich eine Verlängerung auch möglich ist. Man kann dann allen anderen die Verwendung dieser Marke verbieten und auch die Nutzung von anderen Zeichen, die verwechslungsfähig ähnlich sind, untersagen. Es besteht zwar auch ohne Registrierung der Marke im Bereich des Wettbewerbs eine gewisse Handhabe, um die Unterlassung und Beseitigung in solchen Fällen durchzusetzen, wenn es der Mitbewerber darauf anlegt, potenzielle Kunden zu täuschen und beispielsweise unberechtigt eine fremde Kennzeichnung benutzt. Allerdings ist die Rechtsverfolgung schon um einiges leichter, wenn man sich auf eine schon eingetragene Marke berufen kann. Geschützt ist die Marke dann nämlich in all jenen Branchen, also in den sogenannten Warenklassen, die man bei der Registrierung angegeben hat und in denen man sich mit seinem Unternehmen betätigt. Bei der Verwendung einer gleichen oder verwechslungsfähig ähnlichen Marke durch einen branchengleichen Mitbewerber führt das dann neben Unterlassungsansprüchen und Beseitigungsansprüchen auch zu Schadenersatz und manchmal sogar zu strafrechtlichen Folgen für den Gegner. Bei der Neuanmeldung einer Marke wird vom Patentamt allerdings nicht extra geprüft, ob eine neue Marke gegen die Rechte einer schon eingetragenen Marke verstößt oder ob sie dieser ähnlich oder sogar identisch ist. Aber der Inhaber einer älteren Marke kann dann selbstverständlich gegen den Inhaber einer jüngeren, neuen Marke vorgehen und einen Löschungsantrag beim Patentamt einbringen. Und wenn nun der Konkurrent schneller war und er meine Marke schon vor meiner Eintragung für sich selbst registriert hat? Grundsätzlich gilt hier natürlich die Priorität. Das heißt, wer zuerst kommt, der malt auch zuerst und hat vorerst bessere Rechte. Wenn aber eine Markenregistrierung nur deshalb gemacht wird, um den Mitbewerber zu behindern und zu blockieren, ist davon auszugehen, dass ein bösgläubiges Verhalten vorliegt. In solchen Fällen kann man sich dann sehr wohl wehren und die Löschung beantragen. Wenn man also für sein eigenes Unternehmen vorher schon eine Kennzeichnung verwendet hat, die außerdem im Geschäftsleben eine gewisse Bekanntheit erreicht hat und dann ein anderer genau dieses Zeichen mit fragwürdigen Motiven als Marke schützen lässt, liegt ein Löschungsgrund für den Betroffenen vor, auch wenn man selbst noch keine registrierte Marke besitzt. Und wie weit geht der Schutz der eingetragenen Marke? Kann man dann weltweit die Verwendung untersagen oder nur innerhalb der österreichischen Landesgrenzen? Die beim österreichischen Patentamt registrierte Marke gilt zunächst einmal innerhalb Österreichs. Man kann den Schutz aber EU-weit ausdehnen, indem man eine sogenannte Gemeinschaftsmarke anmeldet oder auch eine internationale Marke registriert und gezielt jene Länder auswählt, auf die sich der Schutz beziehen soll. Dafür sind dann eigene Registrierungsverfahren vorgesehen. Herr Magister, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, wenn Sie, liebe Zuseher, zu rechtlichen Themen Fragen haben, schreiben Sie uns an redaktion@echtzeit-tv.at. Die Kanzlei Rath und Partner und der Medienverein Echtzeit TV sind bemüht, Ihnen zu besonders interessanten Themen Auskunft zu geben.